Eine Rekordzahl von 54 Wagen und Fußgruppen hat den Karnevalsumzug in Fahre gebildet, der am Sonnabend von Tausenden von Schaulustigen verfolgt wurde. Am Fahreler Rathaus war eine Bühne aufgebaut, wo Karnevalspräsidentin Gudrun Uhr die zahlreichen Besucher begrüßte, die sich vor dem Rathaus versammelt hatten. Bürgermeister Gerd-Christian Wagner gab angesichts der Narrenüberzahl den Rathausschlüssel freiwillig ab. Und Prinz Dennis und Prinzessin Manuela forderten dazu auf, fröhlich zu feiern. Mit dabei war auch wieder die Nordwestzeitung, deren Fahreler Mitarbeiter passenderweise als Zeitung gingen und reichlich Kamelle warfen. Mit dem Zug durch die Innenstadtstraßen zurück in Richtung Dangaster Moor endete der bislang längste und fröhliche Festumzug zum Karneval in Fahre.